darf Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Nachmittag hier in der St. Brigitta-Kirche. Vor allen Dingen Sie, liebes Brautpaar Magdalena und Lukas, zusammen mit Ihren Familien, liebe Eltern, liebe Angehörige, Verwandte und Freunde, herzlich willkommen. Wir feiern, dass Sie einander das Ja-Wort geben. Wir feiern, dass Gott Sie zusammengeführt hat und Ihre Liebe segnete. Wir feiern unseren Gottesdienst im Zeichen des Kreuzes und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der die Liebe ist, er sei alle Zeit mit euch. Singen wir das erste Lied, Lobe den Herrn, denn es ist Grund, Gott zu loben und solch ein Festtag. Kalte Schulter zu, man kann ja nur denen den Rücken zuwenden, vor denen man keine Angst haben muss. Und das kann auch ein Bild für Gott sein, dieser Stunde und auf ihrem Lebensweg. Gott ist der, der hinter ihnen steht und der ihnen den Rücken stärkt. Gott ist der, der ihre Liebe heiligt und sie begleitet auf ihrem Lebensweg. Ich hoffe, dass sie nicht nur heute hinter den beiden stehen, sondern die beiden auch auf ihrem Lebensweg begleiten. Nicht nur an diesen Sonnentagen, sondern eben auch dann, wenn es manchmal schwierig werden kann. Krisen gehören dazu im Leben und in der Ehe. Dann ist es gut, Familie, dann ist es gut, Freundinnen und Freunde zu haben, die einem zur Seite stehen, dass man zu dem stehen kann, was man versprochen hat. Und Gott ist der, der uns Menschen seine Treue versprochen hat. Auch wenn wir nicht immer alles so tun, wie es in Gottes Sinne ist. Aber Gott ist der, der uns Menschen begleitet auf unserem Lebensweg, der ein Herz hat für uns Menschen. Und so wollen wir am Beginn unserer Feier Jesus Christus um sein Erbarmen bitten. Herr Jesus Christus, du bist uns Menschen treu und du begleitest uns und du teilst mit den Menschen die Freude. Du hast an der Hochzeit von Kana mit ihnen gefeiert, gegessen und getrunken. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast mit den Menschen auch das Leid geteilt und die schweren Stunden im Leben. Du hast am Grabe deines Freundes Lazarus gestanden und geweint. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist auch uns nahe in dieser Feier, in deinem Wort und im Sakrament und im Zeichen von Brot und Wein. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der gute und barmherzige Gott erbarme sich unser. Er schenke uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, ihn aufzunehmen. Und er führe uns den Weg zum ewigen Leben. Amen. So lasst uns beten. Gott, unser Schöpfer, du hast die Ehe geheiligt und sie durch den Bund zwischen Christus und seiner Kirche dargestellt. Erhöre unser Gebet für dieses Brautpaar Magdalena und Lukas, die hier zusammengekommen sind. Gib, dass sie die Gnade des Ehesakramentes, die sie im Glauben empfangen, in ihrem gemeinsamen Leben entfalten. Darum bitten wir, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern und Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, wenn ich meinen Leib übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht nach ihrem Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Die Liebe hält allen stand. Die Liebe hört niemals auf. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, um ihm eine Falle zu stellen, und fragten: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Jesus antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus. Ja, liebe Festgemeinde, liebes Brautpaar, Sie haben sich als Lesungstext ausgesucht dieses Hohelied der Liebe, wo es eben darum geht, dass die Liebe alles ist. Da hat sich mir die Frage gestellt, in welches Bild des Alltags kann man das bringen, um deutlich zu machen, worum es geht mit der Liebe und in der ehelichen Partnerschaft. Und Sie haben mir ein Stichwort geliefert, und zwar, dass Sie sich mit 16 kennengelernt haben auf dem Fußballplatz. Den dürfen Sie dann hier mitnehmen, zur Erinnerung. Fußball, das ist eine Mannschaftssportart, so wie die Ehe. Wenn man beim Fußball nur an sich selber denkt, dann wird das kein gutes Spiel. Es geht darum, eben auf die Mitspieler zu achten. Nicht selber seinen Vorteil als Spieler zu suchen, sondern im richtigen Moment eben den Ball abzugeben, den guten und klugen Pass zu spielen, damit dann eben das Team gewinnen kann. Also, wer beim Fußball nur an sich selber denkt, der kommt nicht weit. Und ich glaube, so ist das auch mit der Ehe und mit der Liebe. Wenn es ihm darum geht, selber glücklich zu werden, dann wird das nichts. Aber wenn es ihm darum geht, einander glücklich zu machen, dann glaube ich, kommen sie miteinander auf einen guten Weg. Und so ist es ja auch beim Fußball. Wenn ich nur an mich selber denke, dann wird das nichts. Aber wenn ich an die anderen, an die Mitspieler, an die Mannschaft denke, dann glaube ich, kann das eine tolle Geschichte werden. Noch sind sie ein Zweierteam. Ob sie mal so viel werden wie eine Fußballmannschaft, das wissen nur sie und der liebe Gott. Aber ich glaube, in diesem Fußball steckt eine ganze Menge drin. Eben nicht nur an sich selber zu denken, sondern als Team, nachher als Familienmannschaft miteinander zu agieren. Und so einer ist ja Gott. Gott denkt nicht an uns, an sich selber, sondern Gott denkt an uns. Wir liegen ihm am Herzen. Und Jesus wendet sich den Menschen zu, weil er ein Gespür hat, was die Menschen brauchen, was ihnen gut tut. Jesus hat ein Gespür für die Hungernden, ihm gibt er zu essen. Er hat ein Gespür für die Kranken, ihnen spricht er die Heilung zu. Jesus hat ein Gespür für die, die ein gutes Wort brauchen, und er richtet sie wieder auf. Also Jesus ist auch ein Teamplayer. Und der liebe Gott ist ja selber ein Team, ein Dreierteam. Die Verbindung von Vater, Sohn und Heiligem Geist, der Heilige Geist, der immer gedeutet wird als das Band der Liebe. Dieses Band der Liebe verbindet auch sie miteinander. Viele Jahre sind sie schon gemeinsam miteinander auf dem Lebensweg, haben manche Höhen und Tiefen schon miteinander erlebt und haben gesagt, jetzt ist die Zeit reif, dass wir einander vor Gott das Ja-Wort geben. Und er ist sozusagen auch ein Mitspieler in ihrem ehelichen Team. Er ist der, der sie zusammengeführt hat, so sagen sie es im Glauben. Und Gott ist der, der sie begleitet. Nicht nur heute, wenn die Sonne scheint, sondern dürfen darauf vertrauen, dass er ihren Lebensweg begleitet. Dort, wo es schön ist, aber auch dort, wo es schwer wird und schwer werden kann, auch dort dürfen sie vertrauen, dass Gott bei ihnen ist. Er ist der, der einen Blick für uns Menschen hat. Ich wünsche ihnen füreinander auch den Blick Gottes, dass sie einander im Blick behalten. So wie ein guter Spieler eben auch seine Mitspieler im Blick behält, nicht an sich selber denkt, sondern den Ball im entscheidenden Moment, im richtigen Moment dann abgibt. Also der Fußball hat sie ein wenig zusammengeführt. Fußballmannschaft kann ein Bild für ihre Ehe sein, und
Vielleicht vergessen Sie manches von dem, was ich heute erzählt habe, aber darum schenke ich Ihnen diesen Fußball. Dann können Sie sich immer daran erinnern, ja, da war ja was. Genau, wir sind ein Team, eine Mannschaft nachher als Familie und wir, wie eine Mannschaft, dann eben auch durch Höhen und Tiefen miteinander gehen, so gehen Sie als Team, als Familie auch durch Höhen und Tiefen miteinander. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Erfahrung machen auf Ihrem Lebensweg, dass Gott bei Ihnen ist, dass er Sie begleitet, dass er Ihnen die Kraft miteinander anzunehmen mit Ihren Fehlern und Schwächen, aber so einer ist Gott ja auch, der uns annimmt mit unseren Fehlern und Schwächen. Gott ist der, der uns treu zur Seite steht. Und ich wünsche Ihnen die nötige Kraft, die nötige Liebe, dass auch Sie immer wieder einander annehmen, dass Ihre Liebe ein Leben lang Sie verbinden möge und dass diese Liebe Ihnen hilft, einander glücklich zu machen, einander im Blick zu behalten. Und ich denke, wenn Sie einander glücklich machen, dann werden Sie auch miteinander glücklich. Und Gott ist der, der Sie auf diesem Weg der Freude, der Liebe, der Sie auf Ihrem Liebesweg miteinander begleitet. Amen. Amen. Der Trauzeuge hat geringet, dann schickt sie den Ball.